Ja, hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Uwe Hildmann. Ich bin Ihr Internet- und Unternehmensberater und heute möchte ich Ihnen gerne zeigen, wie Sie ein Pinterest-Board anlegen können. Pinterest ist eines der interessantesten, am schnellsten wachsenden Film- und Videoportale im Internet, also auch Bildportal, Fotoportal, wie man hier sehen kann. Und das sind also alles entsprechend dann Boards, für die ich mich entsprechend mal irgendwann interessiert habe oder ich habe ähnliche Boards mir angeschaut. Und dann wird das entsprechend dann gezeigt, entsprechend der Interessen, was man sich dann irgendwann mal angeschaut hat. Und das ist also entsprechend dann hier die Startseite. Wenn Sie selbst ein neues Board anlegen wollen, und darum geht es heute, dann klicken Sie hier in Ihrem Profil, nachdem Sie sich eingeloggt haben, auf diesen kleinen Button hier. Und dann finden Sie unten links dann schon gleich entsprechend einen Punkt, nennt es Create Board oder Board, ich habe jetzt hier die deutsche, die englische Sprache drin, Board erstellen oder sowas und dann klicken Sie da drauf und jetzt geht es darum, dass Sie hier entsprechend dann Informationen eintragen, die für Suchmaschinen wichtig sein können. Ich gehe dazu mal kurz auf die Seite eines Kunden und werde mal von dem mal ein paar Informationen dann holen, um die es hier gehen könnte. So, sagen wir mal hier Abdichtung, das ist eigentlich das Spezialthema hier. So, und dann, ja, sagen wir mal hier Abdichtung, Horizontalsperre ist, glaube ich, noch ein wichtiger Punkt. So, ja, dann können wir das hier schon mal als Text nehmen. So, Description. So, dann ist das hier der Text und hier kommt dann Horizontalsperre zum Beispiel mal oben rein. Horizontalsperre, Abdichtung. Und hier müssen wir noch gucken, welche Keywords dann auch entsprechend hier wichtig wären. Die würden alle hier reinkommen. Es sind, glaube ich, 100 Zeichen möglich, die man eintragen kann. Man merkt es dann irgendwann, dass es einfach dann das nicht mehr funktioniert. So, dann wäre es hier die Möglichkeit, dass wir sagen, okay, das ist erstmal der Beschreibungstext. Auch hier muss man schauen, wie viel Platz man dafür zur Verfügung hat. Kategorie kann man dann nochmal auswählen, in welche Richtung es gehen würde. Ich würde es hier erstmal Technologie machen. Architektur, die unbedingt passen. Do-it-yourself and Crafts würde auch noch ungefähr gehen. Chemie habe ich jetzt hier nicht gefunden. Technology wird auch na, nicht so wirklich gehen. Also, dann machen wir doch mal lieber. Kann man schauen, was ist denn hier unten? What kind of border is it? Geht nicht. Na gut. Also, ich würde dann mal hier erstmal Do-it-yourself and Crafts nehmen. Geheim ist es nicht. Collaborators gibt es auch nicht. Dann gehen wir hier auf Create. Jetzt wird es dann quasi erstmal angelegt. So, und dann hat man es hier entsprechend. Jetzt kann man also gucken, man kann sich ja diesen Browser-Button installieren. Ich kann mal schauen, ob das so einfach funktioniert. So, erlauben. So, dann packen wir den mal hier rein, installieren. So, wunderbar. Jetzt habe ich den Pin-It-Button. Dann sehe ich hier oben schon diesen Button, ja, wo ich dann entsprechend dann was machen kann. Und das mache ich jetzt auch gleich mal. Gehe wieder hier auf die Seite und nehme mal, was nehme ich mal für ein, nehme ich mal das hier. So, dann kann ich hier dieses Bild nehmen und habe hier schon gleich den Pinterest-Button, ja, den ich dann hier eintragen kann. Und es müsste eigentlich so sein, wenn ich klicke, merkt man, der Browser fängt an zu arbeiten. Dann bekomme ich hier eine Frage gestellt. Jetzt kann ich quasi das Board auswählen, um das es eigentlich dann geht. Wo haben wir denn hier? Hier ist das Board Abdichtung oder Horizontalsperre. Hier ist es schon. Ja, und dann packe ich es da rein. Und jetzt kann ich es mir mal anschauen, wie das Ganze aussieht. Es hat noch ein kleines Board. Ne? Habe jetzt hier sozusagen entsprechende Informationen. Der Vorteil davon ist, wir machen das Ganze ja für Suchmaschinen. Ja, und das Wichtige hier ist eigentlich dann, es wird automatisch das hier gelinkt. Jetzt sieht man hier unten links einen Link und wenn ich draufklicke, ja, dann sieht man hier oben, wie der Link gleich umdreht und hier sieht man also quasi alle Pins, die jetzt bisher schon gemacht worden sind. Ja, das sind alle Pins, die schon angelegt worden sind, aus diesem Shop heraus.
Ja, also hier hat man schon eine ganze Menge dann entsprechend mit drin. Und das verlinkt alles wieder zurück auf die Webseite. Ja, das ist also schon mal ein großer Vorteil. Und wenn ich jetzt hier drauf gehe, dann sieht man unten links den Link auf die Website. Das heißt, ich kriege hier eine Rückverlinkung aus Pinterest direkt auf meinen Shop. Ja, und kann also auch hier dann nochmal gucken. Ja, das Bild kann ich mir auch noch nehmen. Ja, dann gehe ich hier drauf. Ja, gehe auf Merken, es dauert ein bisschen, bis der Browser das Fenster dann öffnet. Und so kann man dann wirklich die ganze Reihe durchgehen und kann hier entsprechend das alles dann nehmen. Hier Heutzutage-Sperre, Rendemit. Und zack, kann ich dann wieder anschauen, wie das aussieht. Jetzt müssten mittlerweile schon zwei Pins drin sein. Ja, das heißt, wenn ich jetzt mal auf das Board direkt gehe, sehe ich hier also, was alles schon hinein wurde. Der Vorteil ist hier, ich habe also das Hauptkeyword hier mit drin, habe das Hauptkeyword auch hier oben drin, entsprechend in der URL meines Boards. Habe dann hier, wenn ich auf den Titel gehe, gut, da geht es dann nicht, aber hier ist entsprechende Information schon drin. Dann kann ich hier drauf gehen. Ich kann also pro Bild auch noch entsprechend weitere Informationen dann hinterlegen, kann hier auf Editieren gehen und könnte, wenn ich wollte, die Beschreibung noch direkt von dem Produkt nehmen. Ja, dazu kann ich einfach dann hier auf die Beschreibung klicken, kann das kopieren und kann das hier entsprechend einfügen und zack und kann es speichern. Ja, damit habe ich dann hier eine weitere Information. All das sind Informationen, die für Suchmaschinen wichtig sind und ja, so geht es eigentlich relativ einfach, ein Board in Pinterest anzulegen und da entsprechend dann auch dann schon Bilder einzufügen. Ja, so viel dazu. Alles Gute, Jo Wildmann.